Okay, wir waren vorher da. Jetzt sind wir hier. Und warum zum Geier hängen die Laternen verkehrt rum? Egal. Ich habe eine Spitzhacke. Da möchte ich am liebsten nicht runterfallen. So. Wenn wir jetzt hier durchgehen, sollten wir ja wieder zurückkommen, oder? Natürlich nicht. Dumme Frage. Waren das nicht vorher zwei Bretter? Okay. Und wenn ich wieder zurückgehe? Manchmal ist es ja. Oder muss ich durchs Loch fallen? Hallo. Aber nicht, dass ich durch das Loch muss, oder? Die Lampe stand hier vorne nicht. Okay, Z ist ein Rätsel. Die Lampe ist immer noch hier. Ich dachte schon, da war was im Augenwinkel. Oder muss ich da runter? Wer nicht wagt? Ja, Gonimo! Okay. Ja, schon, das war ein Irrgarten. Brich kaputt, Junge. Okay, die Spitzhacke können wir nicht mehr nehmen. Hey, toll. Jetzt sind wir wieder in der Wohnung. Wir haben. Juhu, wir haben endlich mal eine Möglichkeit. Ganze Streichhölzer. Okay, schade. Zu verwenden. Hey, Kumpel. Wie läuft's?
Ich nicht. Das Büro. Do you really want to sit in the dark? Do you like breaking rules? Forgive me, Father. It won't happen again. Where to now? Up. Muss ich hier wieder hoch? Gut. Ist das Sonnensymbol? Oh, was ist das denn? Ein Zeitungsausschnitt. Hm? Okay, wieder ein paar Erinnerungsschnipsel. Im Keller des Hauses von Jacob Hyde wurde eine Folterkammer entdeckt, der unter Umständen nicht nur Norton, sondern auch viele andere der vermissten Personen festgehalten wurden, die in den letzten Jahren in der Umgebung von Blackstone verschwanden. In einer weiteren Kammer wurde der Sohn des Beschuldigten, Nicholas Hyde, gefunden. Aufgrund seiner psychischen Verfassung konnte er jedoch nicht vernommen werden. Hydes Sohn, der keinerlei Kontakt zur Außenwelt hatte und sehr wahrscheinlich traumatisiert ist, wurde unverzüglich in eine psychiatrische Klinik in Providence überführt. Der Sheriff äußerte seine Hoffnung, dass der junge Mann nach seiner Genesung in der Lage sein wird, ihm mitzuteilen, an welchem Ort sich sein Vater oder jetzt Justiz versteckt hält. Okay. Wow. Gott. Gonzo-Journalist. Erfolg bekommen. Ah, den können wir hier. Gonzo-Journalist. Ah, okay. Ist alles noch zu? Ist es hier so dunkel? Ist, kann ich hier Licht machen? Nö, schade. Es sind nirgendwo Kerzen. Gefällt mir gar nicht. Okay. If you don't let me out, I'm sorry. Don't be sorry, Nicholas. He will be sorry. What? Who's there? We have to help each other. The whole world is against people like us. It's all my fault. No, it's not. It's their fault. And they will pay. Your old man and the others. No, no, no. We cannot think that way. We can do anything. Ever since he said you ruined his life, since he started to lock you up in here. I deserved it. He cheated on her, did you know? And he didn't want her to have you, the most respected son of a bitch in Blackstone. Stop it! You're confusing me! It's time for revenge. First, I will fuck up the mine. What do you say? I know where the old man keeps the dynamite boxes. This way. This is my chance. Eh? Okay. Der Junge hat eine gespaltene Persönlichkeit bekommen. Heutzutage würde das eine dissoziative Identitätsstörung bedeuten. Was haben wir noch gesagt? Ja, gespaltene Persönlichkeit. Und nein, es ist keine Schizophrenie. You fucking brat! Father, I didn't do it! Stay away from my inn, Nicholas! Don't scare off the guests! Don't steal from the rooms! But I've never, I swear to God.
How dare you take his name in vain? You have no god in your heart, you damned little shit! Said a hustler with a heart of shit. It's not just things disappearing in this inn, but the guests too. You were supposed to help me, not get me in trouble! People are trouble. You will see that when you finally open your eyes. Now, it's time for me to open fire. Okay. You're back. You knew you couldn't escape punishment. Father? How is this possible? Blew up the mine. Murdered all those people. John was right. Don't come any closer. Stay away. Okay, rennen. Oh, ciao. Ich geh weg. Ich habe noch gedacht, ja, hey, cool, wir kriegen das hin. Okay, wir haben es geschafft. Oh, Pops! Ach, da nach oben. Oh, Hilfe. Okay. Wo lang? Aua. Ah. Aua. Hi, Fadi. Au. Okay. Lauf! Wo lang? Da. Da runter. Da runter. Wow, Pops kam uns gerade entgegen. Fuddy! Ich kann mich wehren. Oder auch nicht. Nein. 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 Quicktime Events. Ich hasse Quicktime Events. So, lauf. Geister Daddy ist uns auf den Fersen. Ciao. Ist die Hexe? Mein Vater, er hat versucht, mich zu ermorden, obwohl er bereits tot ist. Ich weiß, wie sich das anhört, aber ich habe nicht den Verstand verloren. Es hat sich wirklich so zugetragen. Der Gasthof, die Flammen, mein Vater. Ich habe mich wieder wie ein Kind gefühlt, dessen Seele wieder und wieder in tausend Stücke zerrissen wird. Nur um sie danach zusammenzuflicken. Eine endlose Quälerei. Dissoziative Persönlichkeitsstörung? Könnte natürlich sein, könnte sein. Aber das Gespräch, das Zwiegespräch, was er da gerade hatte, das lässt darauf schließen. So fühlte ich mich nur, wenn er in meiner Nähe war. Ich bin mir also sicher, es war mein Vater. Ich befinde mich jetzt im Keller. Ich konnte ihn fliehen und halte mich nun hier versteckt. Es gibt keinen Weg hinaus. Oder vielleicht doch. Durch die Wand dringen Geräusche an mein Ohr.
this really happening? Kapitel 13. Hey. Hey, der tolle Keller. What's going on? Where's that voice coming from? Hat keiner gehört. Adam! Adam! Emma? Emma, you here? Ooh. Jetzt fügen sich die beiden Ereignisse zusammen. Okay, warte, ein Plot-Twist. Wir sind jetzt der Ehemann, also der Adam. I must have lost my mind. Und er, Jacob. Hey, Kollege. Okay. Whatever. Das sind Katakomben, Alter. Okay. Is it real? Or is it just my imagination? I'm hearing things that don't exist. Es verschwimmt so übel. It's just like there's no coming back. What? Okay. Wir haben nichts ins Tagebuch geschrieben. Wir sind gerade durch einen Spiegel gegangen. Ich wäre eigentlich gerne noch mal ein bisschen weiter geradeaus gegangen, aber meine Neugier war wieder zu groß. Steht der? Ich meine, jetzt mal so gesehen. Wir haben wahrscheinlich eine Persönlichkeitsstörung. Das ist klar. Oder, ne? Klar, aber es ist wahrscheinlich klar. Oder wir haben einen Bruder, einen heimlichen Bruder, der eine Persönlichkeitsstörung hat. Der hat alles abgefackelt. Also das Gasthaus. Und ich weiß es auch nicht, aber dadurch, dass wir in diesen Spiegel reingegangen sind, das klingt so danach, als ob
Es klingt so, als ob wir ja, zwei getrennte Seelen jetzt eine sind. Ich habe keine Ahnung. Aber der Spiegel, da steht auch nochmal ein Spiegel. Man kann eine Taschenlampe aufnehmen. Hey, Endbosskampf plus Cutscene wahrscheinlich.